Willkommen zu meinem neuen Video. Heute geht es um das Update 2.4. Ja, ich war heute Morgen um 8 Uhr im Autohaus, habe mein Auto abgegeben und um 16:30 Uhr, war es 16:30 Uhr oder 17:30 Uhr? Na, spielt keine Rolle. Auf jeden Fall war ich doch 17:30 Uhr. Okay, 17:30 Uhr war ich dann wieder beim Autohaus und habe mein Auto wieder abgeholt. Um 16:30 Uhr haben sie mich angerufen. 17:30 Uhr war ich dann da und habe mein Auto abgeholt. Ich habe jetzt 2.4 drauf. Ich werde euch das gleich mal zeigen im Auto. Ich habe schon so ein paar Sachen gesehen. Also erstmal war meine Farbe plötzlich wieder anders, aber okay, das ist wahrscheinlich. Und mein ACC war abgeschaltet und so. Ja, ich verstehe es nicht. Keine Ahnung. Es ist immer, wenn du in die Werkstatt kommst, dann die schalten immer alles ab. Naja. Es kann aber auch sein, dass das Update das vielleicht verändert hat, aber ich habe noch nicht so richtig mir das genau angeguckt. Eventuell ist noch irgendwas, was ich nicht gesehen habe. Ein paar Videos habe ich gesehen von Leuten, die das auch bekommen haben. Es war eher unspektakulär, aber mir ist beim ersten Hingucken etwas aufgefallen an meinem Auto, an meiner Software, was für mich ehrlich gesagt überraschend war und über das ich mich auf jeden Fall sehr freue. Weil das für mich eine neue Funktion bringt oder neue Funktionen bringt, die ich vorher einfach nicht hatte. Und das hat mich ein bisschen geärgert, weil damals, als ich das Auto gekauft habe, habe ich mich auch auf diese Funktionen gefreut und die hatte ich einfach nicht. Gut, ich muss zugeben, ich habe es auch so, ich habe nicht drauf geachtet, ich hatte es auch nicht bestellt, sozusagen, mehr oder weniger. Ja, seht selbst, ich gehe ins Auto und dann gucken wir uns das Ganze mal an, was ich meine. Dann werdet ihr sofort verstehen, was es ist. Bei den meisten wird es wahrscheinlich nicht da sein, weil ihr es eh schon habt, aber bei mir ist es auf jeden Fall eine Neuerung, die ich nicht wusste, dass sie da ist und da freue ich mich sehr. So, wir sind jetzt im Auto. Das erste, was ich vorgefunden habe, war dieser Zettel. Und das war ein bisschen Werbung hier für irgendwelche. Ach nee, doch nicht. Keine Werbung, sondern für die Recharge-App, die auch jetzt neu drauf ist. Das zeige ich euch gleich alles. Aber dieser Zettel hatte eine Überschrift: Etwas liegt in der Luft, Update auf ID-Software 3.0. Das Gerücht, was ich gehört habe, ist, dass es ab der 31. Kalenderwoche losgehen soll. Das ist, müsste nächste Woche sein. Ja, oder? Ja, also die 31. müsste nächste Woche sein. Ich weiß jetzt nicht ganz genau, ich habe nicht nachgeschaut, aber in der 31. KW soll es losgehen mit Software-Update 3.0. Auf dem Zettel stand, mit dem neuen Over-the-Air-Update-ID Software 3.0 wird Ihr ID mit weiteren Funktionen und Optimierungen ausgestattet, zum Beispiel Verbesserungen von Lade- und Energiemanagement. Das wissen wir ja alles bereits. Also im Winter wird halt nicht mehr einfach nur der Akku vorgeheizt, einfach so aus Spaß, ja. Und dann Navigation sowie Sprachbedienung und vieles mehr. Das haben wir auch, also ich weiß nicht, ob ihr auch, aber ich habe es auf jeden Fall in mehreren Videos gesehen, dass das dann alles besser funktioniert. Das habe ich auch schon mal angekündigt. Bereit, wenn Sie es sind, steht hier. Die Software 3.0 wird in zwei Teilen durchgeführt, damit Sie alle Vorteile der ID-Software 3.0 erhalten. Ist es wichtig, dass Sie Teil 1 ca. 6 bis 8 Stunden und Teil 2, ca. 1,5 Stunden des Updates herunterladen und installieren. Wie geht's weiter? Zwischen Update Teil 1 und Teil 2 steht die Sprachbedienung nur auf Deutsch und Englisch zur Verfügung. Gut, viel mehr Sprachen verstehe ich eh nicht so perfekt. Deswegen, ja. Dann gibt's noch so ein QR-Code hier. Da, den könnt ihr scannen und dann kriegt ihr noch ein paar Infos auf der Homepage. Als drittes steht hier, richten Sie sich ein. Ach so, richten Sie sich ein. Ich hab den Satz weitergelesen, das passte nicht. Aber hier steht, richten Sie sich ein. Einen Hauptbenutzer festlegen. Wählen Sie im Startbildschirm den Online-Modus aus. Melden Sie sich über die Kachel Nutzer als Hauptnutzerin bzw. Hauptnutzer an. Also, das ist auch neu. Das habe ich übrigens noch nicht gemacht. Das habe ich auch noch gar nicht gesehen. Nehmen Sie die Hinweise und Datenschutzerklärung zur Kenntnis, stimmen Sie den neuen allgemeinen Geschäftsbedingungen zu. Navigieren Sie zum Shop in Ihrem Infotainment-System. Hier können Sie WeConnect und WeConnect Plus kostenlos erwerben. Scannen Sie den im Infotainment-System eingeblendeten Code mit Ihrer WeConnect ID-App.
Ist das erst nachdem ich 3.0 habe? Das könnte sein. Ich gucke mal. Wählen Sie im Startbildschirm den Online-Modus. Ja, das habe ich schon gemacht. Melden Sie sich über die Kachelnutzer. Gibt es eine Kachelnutzer? Wir schauen mal. Ihr könnt mal mitgucken. Also ich sehe hier keine Kachelnutzer und hier auch nicht. Okay, also das, was ich euch gerade vorgelesen habe, das gibt es erst, nachdem ihr das Update 3.0 bekommen habt. Und dann könnt ihr euch als Hauptnutzer einrichten. Zeige ich euch hier nochmal. Da sind so ein paar Bilder und die Erklärung. Dann gibt es noch neu im InCar-Shop mit WeCharge zur nächsten Ladestation. Mit der Weiterentwicklung der WeCharge-App im neuen InCar-Shop finden Sie Ladestationen rund um Ihren aktuellen Stand und Zielort. Da soll man den Shop öffnen und die WeCharge-App runterladen. Sie können nun alle Funktionen der App einsehen und mit zur Bestellung den Bestellvorgang starten. Nach Eingabe und Bestätigung Ihrer persönlichen Daten beginnt die Installation. Ja, das halte ich jetzt ein bisschen für ein Gerücht, weil die WeCharge-App hat ein Update. Was ist hier los? Digitales Bordbuch. Bitte schalten Sie die Zündung ein. Nö, jetzt nicht. Recharge. Die Recharge-App hatte auch ein Update. Das ist bei mir aber schon vorher gekommen. Und zwar ist hier neu, hier müsst ihr immer zustimmen, warum, weiß ich nicht. Was hier neu ist, ihr könnt euch hier einloggen. Ich muss gerade mal kurz umschalten auf mein Gesicht, weil ich natürlich nicht weiß, was da für Daten stehen. Ich habe nicht geguckt. Eingeloggt bleiben. Okay. Ihr könnt wieder zuschauen. Der sein kommt, dass ich hier wieder irgendwas ausblenden muss. Da hatte ich keinen Bock drauf. Nein, hier steht einfach, hallo Holger, willkommen bei WeCharge. Ich kann mich ausloggen oder eingeloggt bleiben. Ich kann auf die Karte gehen. Was ich festgestellt habe, ich habe diese WeCharge-App eigentlich jetzt noch nicht benutzt wirklich. Aber man kann sie benutzen für Ladestationen finden und ehrlich gesagt ist sie jetzt wesentlich smoother als vorher. Man kann auf diese Ladestation draufgehen, da sieht man, wie viel 7 von 8 sind verfügbar. Man kann die Navigation starten, man sieht eine Bewertung, man sieht, von welchem Anbieter das ist. Man kann aber auch irgendwo anders hingehen, nämlich zum Beispiel hier nach Wolfsburg, einfach auf hier suchen tippen, dann sieht man die ganzen Ladestationen und man hat jetzt bessere Filter. Da kann man zum Beispiel Gratisladen machen. Da gucke ich doch mal. Keine Ergebnisse gefunden. Da ist aber eine in Wolfsburg. Ja, damit sieht man, dass das eben vielleicht... Moment, ich muss mal gucken, wo ich hier bin. Eine kostenlose Ladesäule ist hier in der Alessandro-Volta-Straße. Die ist kostenlos. Jetzt machen wir mal Filter. Nochmal Gratisladen. Kein Ergebnis gefunden. Das ist Quatsch. Also das funktioniert anscheinend nicht immer so, weil die Ladesäule... Moment. Nee, das ist die gar nicht. Ah, die wird nicht angezeigt. Okay. Nee, dann können sie nichts dafür. Also, das ist die eine Neuerung. Aber, Leute, jetzt zeige ich euch natürlich noch, welche Version habe ich. Da gab es eine Frage schon mal in einem meiner letzten Videos. Und zwar, was ich jetzt noch gesehen habe, K2X ist wieder deaktiviert. Ist nicht verfügbar. Keine Ahnung warum. War aber schon mal aktiviert. Werde ich dranbleiben. Was ich euch noch zeigen will, ist... Nee, nicht auf Werkseinstellungen, sondern Systeminformationen. Für alle, die Software 2.4 bekommen. Wundert euch nicht, dass hier oben steht 2.3. Aber hier unten bei Software muss 912 stehen. Also 0912. Dann habt ihr die 2.4. Das ist erstmal eine wichtige Info. Da hat mich nämlich mal jemand gefragt und gesagt, hey, ich habe immer noch 2.3, ist ja enttäuschend und so weiter. Aber ja, wenn man es weiß, dann ist es einfach halb so wild. Was ich hier festgestellt habe, was ich euch vorhin gesagt habe, was mich wirklich gefreut hat, das ist, ich habe hier unten links geguckt und habe plötzlich gesehen, 21,5 Grad und Eco. Ihr könnt euch gerne mal ein paar andere Videos von mir anschauen, wo ich auf diesen Klimaknopf hier unten drücke. Und da sieht meine Klimaanlage nämlich plötzlich völlig anders aus. Ich habe plötzlich eine Zwei-Zonen-Klimaanlage. Ich hatte, ich schwöre es, und ihr könnt es euch in meinen Videos auch anschauen, ich hatte vorher eine Klimaanlage, wo man nur... einmal umschalten konnte. Also ich konnte auf 21,5 schalten
Und dann, ja, beide Seiten. Also ihr versteht, das ist eine Einzonen-Klimaanlage. Ich glaube, die heißt so. Wenn nicht, könnt ihr es gerne in die Kommentare schreiben. Wie sieht das bei euch aus? Hattet ihr auch vielleicht, wie ich, vorher eine Klimaanlage, wo man einfach die Temperatur auf beiden Seiten immer nur gleich einstellen konnte? So hatte ich das nämlich. Plötzlich habe ich hier Smart Climate und so, ne? Das, was ich eigentlich gedacht habe, was ich eigentlich hätte haben müssen, habe dann aber hinterher geguckt. In meiner Version war das anscheinend nicht dabei. Aber ich habe irgendwann mal gelesen, dass mit irgendeinem Update das dann für alle kommen soll. Und zwar kostenlos. Deswegen, also da freue ich mich richtig drüber, weil was bei mir auch nicht ging, ich mache das mal ein bisschen weniger, ist ganz schön laut. Obwohl, ist auch doof, ne? Und was ist bei intensiv? Aha. Okay. Naja, gut, so laut ist es ja nicht. Unnötig rumgespielt, aber was ich euch jetzt noch sagen will, was wirklich neu ist für mich, ist diese Zwei-Zonen-Klimaanlage. Aber was vorher auch nicht ging, wenn ich vorher gesagt habe, Hallo ID, mir ist kalt. In Ordnung, es wird gleich wärmer. Dann hat der ID mir gesagt, ich kann das nicht bedienen. Klimaanlage kann ich nicht per Sprache steuern. Ich weiß nicht, ob ich das in irgendeinem Video euch mal gezeigt habe. Kann ich mich jetzt echt nicht erinnern. Wenn ich es schaffe und dran denke, dann werde ich euch ein Video verlinken. Ich glaube da. Es kann aber auch da sein. Ich bin mir nicht sicher. Werde ich euch ein Video verlinken, wo man sieht, dass ich eine andere Klimaanlage hatte. Das Video, wo ich das mal vorgeführt habe mit der Sprachbedienung, wo das nicht funktioniert, das werde ich wahrscheinlich nicht finden. Dafür, ich habe schon über 100 Videos. So viel Zeit habe ich einfach nicht, weil bei mir ist das ja kein Beruf hier, das ist ein Hobby. Also von daher, wenn ich es schaffe, werde ich euch das Video verlinken, dann könnt ihr wirklich sehen, aber ich denke, ihr werdet mir auch glauben, ich meine, ich erzähle keinen Scheiß, dass ich vorher eine andere Klimaanlage hatte. Also für alle Menschen da draußen, die mein Video heute sehen und die auch diese, ja, ich sag mal, Basic-Klimaanlage hatten, diese ganz einfache, die können sich jetzt freuen. Hallo ID, mir ist warm. Gern, es wird gleich Ja, kühler. es wird mir nämlich gerade zu warm, aber das nur am Rande. Ich kann jetzt auch die Lenkradheizung einschalten. Ich kann auch die Sitzheizung einschalten. Alles per Sprache. Und das habe ich echt schon ein bisschen vermisst. Vor allem im Winter, weil da bin ich öfter mal losgefahren und habe vergessen vorzuheizen und so weiter. Und ja, da habe ich dann das vermisst, mit Sprache zu machen, weil ich musste halt hier rumtippen und das einschalten und auf welche Stufe und so weiter. Ja, das hat mir nicht gefallen. Also schreibt es mir mal in die Kommentare, es würde mich wirklich interessieren. Ist da draußen jemand von euch, der genau wie ich diese einfache Klimaanlage hatte und jetzt durch das Update diese bessere Klimaanlage hat? Weil ich habe das in keinem anderen Video gesehen. Wahrscheinlich hatten alle die, wo ich die Videos gesehen habe mit ihrem neuen Update, sowieso schon die gute Klimaanlage und somit war das für die ja keine Neuerung. Und deswegen ist das in keinem Video gekommen. Aber ich finde, das ist eine wichtige Info und das wollte ich euch auf jeden Fall nicht vorenthalten. So, also, lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe jetzt das Update 2.4. Die WeCharge-App ist geupdatet. Wir haben eine höhere Ladeleistung. Das habe ich jetzt noch nicht getestet. Das werde ich euch in einem nächsten Video einfach mal zeigen. Ich fahre am Wochenende in Urlaub. Ich werde eine lange Strecke fahren. Ich werde das Ganze filmen und das seht ihr dann am nächsten Sonntag, wenn ich es schaffe. Ja, müsste ich schaffen. Ja, und da seht ihr das, wie die Ladeleistung war. Das soll ja jetzt 130 Kilowatt sein. Ja. Und das schauen wir uns dann mal an. Das werdet ihr sehen. Also wie gesagt, WeCharge App, neue Software drauf. Das Ganze ist klein wenig schneller, die WeCharge App auch und so weiter. Aber da glaube ich, ist nicht viel passiert. Ihr kriegt anscheinend ein neues Bordbuch. Und wenn jemand die Basic-Klimaanlage hat, bekommt er jetzt die bessere. Alles klar. Das soll es von meinem Video gewesen sein. Wir freuen uns auf 3.0. Ab Kalenderwoche 31 soll es losgehen. Bis dahin, ciao, ciao.